Jo, was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ghost of Tsushima. Dort waren So, wir wir müssen ihn hier eingesperrt. In dem folgen. Loch ist kaum Platz für 6 Männer. Es passen doppelt so viele hinein. Komm mit mir, Norio. Ich möchte euch etwas zeigen. Ihr kommt aus Toyotama. Wie ist die Lage? Der Kushi-Tempel und die Heiler von Akashima wurden verschont. Das Piratennest der Umugi-Bucht steht wohl noch. Vorräte. Bleiben wir kurz hier. Das müssen ja Tausende von Invasoren sein. Fürst Shimura ist jetzt in Freiheit. Er kann uns zum Sieg führen. Ich hoffe, ihr schließt euch uns an. Die Mönche des Zedern-Tempels können helfen. Ihr erreicht sie in einem Tagesritt. Unterstützt sie, und wir werfen die Mongolen wieder zurück in den Ozean. Wir werden eurem Bruder rächen, Norio. All die Mönche, die hier starben. Ich suche nicht nach Rache, aber für den Frieden werde ich kämpfen. Nicht ganz. Ich reite nach Akashima und unterstütze unsere Heiler. Wenn wir uns wehren wollen, brauchen wir sie. Ich kann euch Hochi vorstellen. Mein Bruder sagte immer, er sei der größte Heiler von uns. Dann sehen wir uns in Akashima. Burg Shimura. So, jetzt müssen wir kurz gucken, was wir hier so alles treiben. Boah, okay. Okay. Ich kann also definitiv nichts ausbauen. Also Rüstung kann ich nicht fertig machen. Alter, ich habe so viele Aufgaben hier. Ich kann aber nirgendwo schnell reisen, das ist das Ärgerliche. Obwohl, kann ich schon. Nee, kann ich nicht. Kann ich irgendwo schnell reisen, bis zum gewissen Grad. Okay, wir können erstmal das machen, weil es am nächsten ist. Ja, wir haben auf jeden Fall mega viel zu tun. Also es geht nicht ganz so schnell zu Ende gehen, das Projekt. Ich würde sagen, wir machen die Geschichte weiter von Sensei. Aber das ist relativ nah, das ist nicht... Okay, das ist gar nicht so nah, wie ich dachte. Das sind 1 Kilometer. Akt 2. Gut trainiert. Ruhig bleiben, okay. Wir schaffen es. Legion Harsinta, zeig mal. Halt, ihr Typen! Naja, Jungs, heute nicht. Kotokan schlägt zurück, indem er Mongolien sendet, um die Hilfe von zu plündern. Rette die Hilfe und befreie deine Leute. Okay.
Jesus Christ. Okay, wo bin ich denn jetzt gerade? Ich habe gerade gar keinen Plan. Ich bin hier. Mit Ishikawa-Geschichte will, glaube ich, jetzt zu Ende gehen. Das Flüchtlingslager. Sensei Ishikawa wollte mich hier treffen. Ist nicht hier. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Wo ich auch hinkomme, scheinen wir. Ich wäre euch gern zu Diensten. Lass mal kurz gucken. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Ja, aber auch Raubtierfell. Ja, ich brauche wirklich nur Fell für alles, ne? Leb wohl. Ich bringe eine Opfergabe für euer Wohl. Da. Seid gegrüßt. Ich suche einen Samurai, einen Schützen. Der Sensei war Richtung Küste unterwegs. Er meinte, ihr solltet zu ihm stoßen und mit ihm jagen. Ihr wüsstet, was gemeint ist. Wir müssen Richtung Küste. Eroberungsträume. Das klingt echt gut. Sensei Ishikawa hat Ärger. Kein Plan gerade wo. Muss gerade gucken wo. Ja, ja. Sakai, hier drüben. Haltet den Kopf unten. Ihr seid verwundet. Das überlebe ich. Ihr hättet beim Lager auf mich warten sollen. Ich hatte eine Spur zu Tomoe. Ich durfte sie nicht verlieren. Waren das Ihre Schützen? Einer von ihnen rief meinen Namen. Es kommen noch mehr. Versorgt eure Wunde. Ich erledige das. Dorsho!
Das Krasse bei denen ist, die können die die Pfeile relativ schnell abfallen hintereinander weg. Das ist so mehr Art Tomb Raider Style. Sie hatten euch umzingelt. Tomoe hat sie gut trainiert. Nicht deshalb konnten sie euch flankieren. Wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es. Ihr habt sie nicht bemerkt, weil ihr zu sehr auf Tomoe fokussiert wart. Selbst ich mache Fehler, Sakai. Nein, ihr nicht. Außer bei ihr. Wir sollten weiterziehen. Ja, wie shit. Hier! Was wisst ihr über das Lager? Größtenteils Bogenschützen. Sie begleiten Tomoe auf Raubzügen in ganz Akashima. Sie hat ihr Vertrauen gewonnen. Sie ist ein nützliches Werkzeug zum Erobern. Zumindest vorerst. Na, shit. Tomoe hinterging euch, bevor sie zu den Mongolen stieß. Aber ihr habt mir nie erzählt, was genau passiert ist. Sie nutzte meine Lehren, um Attentätern zu helfen. Sie zahlten gut. Das erklärt nicht, warum sie euch angriff. Sakai, was macht ein Samurai mit einem Attentäter? Ihr habt euch gerecht. Sie angegriffen. Ich habe Tomoe wie jeden gewöhnlichen Mörder bestraft. Sie war eure Schülerin. Ich mache keine Ausnahmen, Sakai. Zuerst Hironori Nagao, jetzt Tomoe. Enttäuscht ihr mich nicht als Nächster? Okay, ich kann den Sensei da schon verstehen. Attentäter ist Attentäter, hin oder her. Was ist das dort vorne? Sie jagen zum Spaß Menschen. Nicht zum Spaß. Sie üben. Das ist grausam. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Ihr habt gesagt, Tomoe wollte in eurem Dojo lernen. Was hat sie davor gemacht? Ihre Mutter stammte aus einer Händlerfamilie in Umugi. Ihren Vater kannte sie nicht. Warum fragt ihr? Niemand lernt das Töten über Nacht. Auch kein Wunderkind mit dem Bogen. Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Wieder einmal Tomoes Werk. Ihre Schützen jagen die Menschen von Akashima wie Hunde. Tomoe und ihre Gefährten gieren zu sehr nach Gewalt. Ein Mörder meistert seine Waffe. Ein Samurai sich selbst. Ihr habt euer Leben dem Bogen gewidmet. Dem Bogen, das stimmt. Doch nicht dem Töten. Das ist doch Haarspalterei. Einst band ich einen verletzten Diener mit einer Bogensehne in den Sattel. Als ich kein Messer hatte, schnitt ich mit einem Pfeil Kopffleisch. Ihr sagt, ein Bogen ist mehr als eine Waffe. Und ein Samurai ist mehr als ein Mörder. Ich bin mal gespannt, wenn wir nicht auf Tomoe reden lässt, bleibt nur eins. Wir müssen sie töten. Ich war ihr Lehrer. Ich trage Mitschuld an ihren Taten. Ich beende das. Ihr tragt nur die Schuld, wenn ihr ihren Blutdurst geschürt habt. Ich wählte sie aus. Ich hätte die Finsternis in mir sehen sollen. Habt ihr aber nicht. Das macht euch Angst. Es ärgert mich. Wir sind fast da. Wir machen es wie bei vor Nakayama. Das Lager beobachten, nach Schwächen suchen. Ein Plan schmieden. Ganz recht, Sakai. Zweimal schauen, einmal schießen. Von hier aus gehen wir zu Fuß.
Ich höre sie. In diesem Lager werden Schützen ausgebildet. Der Bogenstil der Mongolen. Eine Mischform. Tomoe bildet sie aus. Um gegen Samurai zu kämpfen. Erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir nehmen das Lager ein. Dann suchen wir sie. Sobald er angreift, finden meine Pfeile ihr Ziel. So. Vertrau auf dir, Sensei. Oh, so schön. Komm, ich bin jetzt eine Reichweite, leckt mich am Arsch. Das sind wirklich diese Reichweiten, die sie haben, die sind extrem. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Sie baut noch mehr Ausbildungslager auf. Eins in Otsuna, eins in Kushi. Und ein weiteres. Eine Nachricht. Auf Japanisch. Was steht darin? Großkhan, Eroberer von Tsushima. Vor Jahresende werden eure Bogenschützen wissen, wie man Samurai tötet. Und ich bringe euch die Köpfe von Sensei Ishikawa und Jin Sakai. Tomoe war hier. Ich gab ihr alles. Und sie warf es weg. Sie ist eine Gefahr. Das kann nur auf eine Art enden. Ich weiß, was zu tun ist. Wissen und Tun sind nicht dasselbe. Ihr stellt in Frage, dass ich Samurai bin? Tomoe war mein größter Erfolg. Doch wenn ich muss, werde ich sie töten, um diese Insel zu retten. Das ist meine Pflicht. Diese Liste. Mit ihr können wir die anderen Lager finden. Und wir beenden Tomoes Verrat. Sakai! Ihr seid ein guter Krieger und könnt ein großer Anführer sein. Doch hinterfragt nie mehr meine Integrität. Naja, war ein bisschen zu forsch. So, wir haben 3 Punkte.
Die Geschichte können wir auch mal abschließen mit ihm. Ja gut, wir müssen auch nicht unbedingt so uns beide, aber wir haben so viele Geschichten jetzt. Jesus fucking Christ. Okay, wir machen erstmal jetzt ein bisschen was anderes. Verbesserung, wie weit bin ich denn hier? Okay, Stahl fehlt mir, Eisen fehlt mir. Oh je. Also mir fehlt jede Menge. Leinen habe ich, Leder habe ich, Vorräte fehlen mir. Können im Prinzip ja eigentlich alles komplett fertig machen, oder? Das glaube ich, brauche ich am wenigsten. Ja, das brauche ich unbedingt. Das geht mir so auf den Sack, dass ich diese blauen nicht machen kann. Mir fehlt, ich habe einen Punkt nur. Okay. Erschütterung. Ah, ich brauche 2 Punkte. Das ist wichtig für mich. Definitiv. So, nachdem wir das gemacht haben, hierher, machen wir jetzt Folgendes. Wir sind hier, wir gehen jetzt hier hin. Also 300 Meter von hier entfernt, das sollte relativ... nimm das mit. Mal schauen, worum es hier geht. Die Kenshi-Geschichte ist immer gut eigentlich. Also die Geschichte von Kenshi finde ich super. Deswegen bin ich immer gespannt, worum es jetzt hier geht. Also ich verreite mich aktuell so ein bisschen. Da ist er doch. Fürst Sakai. Kenji, was tut ihr da? Ihr seid auf eine grandiose Gelegenheit gestoßen, mein Herr. Oh oh. An dieser Straße liegt ein feindliches Lager voller Nahrung, Kleidung und Medizin für Dutzende Menschen. Hunderte. Und die Mongolen sind ausgeflogen. Eine reife Pflaume, die gepflückt werden will. Wo ist der Haken? Was verschweigt ihr mir? Die Situation ist ganz einfach. Keine Mongolen, viele Vorräte. Wir bedienen uns, um dem Volk zu helfen. Aber? Möglicherweise kommt ihr was Gutes dabei heraus. Ich folge euch. Ich wusste, ihr würdet verstehen, Fürst Sakai. Irgendwas verschweigt ihr mich, ich weiß noch nicht, was es ist. Ich komme noch nicht ganz dahinter, was ich mir verschweigen will. Wie habt ihr dieses Lager gefunden? Ich folge diesen Kerlen schon eine Weile. Sie sind so arrogant, dass sie ihr Lager während Raubzügen unbewacht lassen. Auf wen habt ihr an der Straße gewartet? Wer, ich? Auf niemanden. Ich war unterwegs zum Lager, als ihr vorbeikamt. Ein paar Überlebende haben bei der Yarikawa-Festung Zuflucht gesucht. Sie brauchen Vorräte. Genau solchen Leuten versuche ich zu helfen. Oh.
Was habe ich euch gesagt? So schön, dass man weinen möchte. Seht euch um. Nehmt, was ihr tragen könnt. Wo ist der Haken? Ich weiß ja nicht genau, was der Haken hier ist. Aber ich schaue mich mal hier ganz genau um. Kenji, hier drüben sind Essen und Medizin. Das sind Kunais. Kunais ist voll bei mir allerdings. Ein Sakefass. Wisst ihr etwas darüber, Kenji? Glaubt ihr, ich bin der Einzige auf der Insel, der den Mongolen Sake verkauft? Ja. Mein Herr, das betrübt mich. Ja, hast Pech gehabt. Irgendetwas von Wert hier? Edle Metalle, seltenes Holz, ein schöner Teppich. Wie wäre es mit Essen? Beispielsweise für Menschen, die einen Krieg... Kenji, ich bring dich um! Wer seid ihr? Der Mann, der Kenjis Leben ein Ende setzt. Du hast mich dem Tod überlassen. Nein, gar nicht wahr! Ich habe Hilfe dabei. Das ist Fürst Sakai. Auch bekannt als Sagt der Geist. Sagt jemand, was hier vor sich geht? Jetzt! Kenji hat mich in die Falle laufen lassen. Das war keine Falle! Die Mongolen sollten für das ganze Zeug hier bezahlen. Taten sie aber nicht. Und dann haben sie meinen Freund Natu als Geisel genommen. Sie sollten für das hier bezahlen? Hört ihr? Sie kommen zurück! Bitte, schneidet mich los! Wo habt ihr diese Vorräte her? Wir haben sie Strohhüten gestohlen. Oh. Fürst Sakai, könnt ihr die Mongolen ablenken? Damit ihr fliehen könnt? Nicht ganz. Ich habe eine Idee. Vertraut. Schluss mit den Ideen, Kenji. Nehmt euren Freund und geht. Gleich hier sterben. Kenji! Kenjis Freund! Ihr könnt rauskommen! Es ist sicher! Hier drüben! Wir dachten, hier drin wäre es sicherer. Danke, Fürst Sakai! Ja, hab Dank! Ihr wisst, was jetzt passiert. Ich rolle dieses Sakefass bis ganz nach... Kenji, ich glaube, er ist wütend. Fürst Sakai! Wir hatten immer die Absicht, unsere Güter mit bedürftigen Überlebenden zu teilen. Ja, im Lager außerhalb von Yarikawa. Sammelt alles, was ihr könnt. Und wenn ich dieses Lager besuche, wird es vor Essen und Medizin aus allen Nähten platzen, richtig? Ja, mein Herr. Ja, mein Herr.
So, fertig. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Warum schlecht? Hat doch perfekt funktioniert. Das nennst du perfekt? Die Mongolen sind tot. Und wir haben, was wir wollen. Die Überlebenden von Yasunawa haben doch, was sie wollen. So, schau mich mal kurz hier um und mach mal einen Fallbreak. So, liebe Leute, bis dahin. Haut rein. One Tschüss.